Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. Januar 2019, ein interessantes Jahr liegt hinter uns. Momentan werden viele Themen diskutiert, die uns im Jahr 2018 bereits begegnet sind. Und die Kernfrage wird natürlich sein, welche Aspekte sind bereits eingepreist? Was könnten Themen sein, die die Kapitalmarktteilnehmer momentan unterschätzen oder vielleicht auch überschätzen? Und ich glaube, hier macht es an vielen Stellen Sinn, auch verhaltenstheoretische Aspekte kurz zu beleuchten, weil das Verhalten der Anleger durchaus plausibler zu erklären ist als das Verhalten der verschiedenen Vermögensklassen. Sie werden im Nachgang die Aufzeichnung der Konserve wie gewohnt zugeschickt bekommen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu bitte die Möglichkeit, die Ihnen die Technik bietet. Und ich gehe gerne zu entsprechender Stelle auf die Fragen ein, sodass wir wirklich alles beantworten können. Wir steigen zunächst ein mit einem Blick zurück auf das Jahr 2018. Und ich will gar nicht alle Themen und Diskussionen wiedergeben, die man hier geführt hat, sondern mich auf das Wesentliche beschränken. Und das Wesentliche, es geht hier um das Thema Kapitalanlage. Das ist natürlich die Rendite der verschiedenen Vermögensklassen, die wir im abgelaufenen Kalenderjahr gesehen haben. Und das Jahr war wirklich sehr außergewöhnlich. Warum außergewöhnlich? Sie können das hier sehen, wenn wir uns die Entwicklung der verschiedenen Vermögensklassen mal betrachten. Und wir fangen mal bei den Aktien an. Da sehen Sie hier globale Aktien auf Basis des MSCI World, sozusagen der globale Referenzmaßstab für Aktieninvestitionen und dementsprechend auch der Ausgangspunkt, wenn Sie sich mit Investitionen in den Aktienmarkt beschäftigen. Das sollte immer dieser Index sein und nicht, wie vielleicht auch gerne vor der Tagesschau suggeriert, eben der DAX 30, der nun ja doch eher ein kleiner Index ist. Also dieser globale Aktienmarktindex mit rund 1600 Markttiteln, die nach der Marktkapitalisierung gewichtet werden, der hat im letzten Jahr in seiner Abrechnungswährung, das typischerweise US-Dollar, eine Minus von rund 9,8% generiert. Direkt nebendran der Leitindex für die USA, der marktbreite S&P 500, minus 7%. Und wenn Sie dann auch weitergehen, egal ob Sie nach Japan schauen und Sie blicken auf den Nikkei, dann sehen Sie minus 12%, den Hang Seng, da sind Sie bei minus 15% und auch hier der deutsche Aktienmarkt mal dargestellt, der DAX 30 mit rund 18%. Also wir sehen schon, am Aktienmarkt war im Wesentlichen nichts zu holen. Wir sehen Verluste quer über das gesamte Spektrum und das nicht nur auf Ebene der Indizes, sondern auch innerhalb der Aktienmärkte. Wenn man sich einzelne Branchen, Regionen oder auch sogenannte Faktorprämien anschaut, in denen man versucht, Aktien, die verschiedene Charakteristika zu teilen, entsprechend hier zusammenführt, dann hat man entsprechend diese Darstellung. Jetzt sehe ich hier gerade, dass Sie meinen Bildschirm wohl noch nicht 100% sehen. Warten Sie mal eine Sekunde. Genau, jetzt haben wir auch den vollen Blick auf den Bildschirm. Also hier in Gelb dargestellt entsprechend die Entwicklung der Aktienmärkte, wie eben ausgeführt. Sie sehen in Grau entsprechend die Nulllinie. Die Balken gehen alle nach unten. Also sprich am Aktienmarkt auf globaler und auch auf regionaler Ebene nichts groß zu holen. Die andere große Vermögensklasse neben dem börsennotierten Eigenkapital, das ist natürlich entsprechend das über Anleihen am Kapitalmarkt platzierte Fremdkapital, die sogenannten Anleihen. Und auch da sehen Sie, haben wir Ihnen verschiedene Segmente dargestellt, zum Beispiel hier das Thema Unternehmensanleihen, Euro, das können Sie hier sehen. Da sehen wir einen Preisrückgang von rund 1,4%. Sie sehen aber auch Unternehmensanleihen im US-Dollar. Auch hier sehen wir entsprechende Rückgänge. Wenn Sie dann nicht nur bonitätsmäßig in starke Titel investieren, sondern auch schwächere Bonität mit ins Portfolio nehmen, dann haben wir sogenannte Hochzinsanleihen. Und auch wenn die nicht unbedingt 100% vergleichbar sind zwischen den Währungsräumen, dann sehen wir doch auch hier, dass wir entsprechende Abschläge haben und ja auch das Thema hier Schwellenländeranleihen entsprechend im Minus. Also wir sehen auch schon, bis auf die Anlageklasse im Bereich der Anleihen, die Staatsanleihen und Unternehmensanleihen zusammenfasst, quasi der DAX der Unternehmensanleihen, die in Euro notieren, da sehen wir ein leichtes Plus von 0,4%. Aber wir sehen schon alle anderen hier gezeigten Segmente des Anleihenmarktes ebenfalls mit negativen Abschlägen. Und wenn wir dann hier nach rechts rübergehen, dann sehen wir entsprechend auch nochmal die Rohstoffe, Gold mit einem Abschlag von 1,5%, Energierohstoffe als Index, also hier auch gewichtet Öl und Gas mit entsprechenden Abschlägen von rund 12%. Und wenn wir rein die Metalle betrachten, bei 12,3%. Also wir sehen schon die typischen Zutaten, die Sie nutzen können, um ein Portfolio
entsprechend zu konstruieren. Also, wenn Sie so möchten, eben die Zutaten, die haben im Kalenderjahr 2018 nahezu alle im negativen Bereich abgeschlossen. Gibt runter, ich glaube, 75 Vermögensklassen, die die Deutsche Bank in einem sehr prominenten Chart mittlerweile abgebildet hat. Und davon waren, ich glaube, 97% im negativen Bereich. Und dementsprechend, wenn die Vermögensklassen sich negativ entwickeln, dann macht das natürlich mal zu schauen. Wir haben eigentlich verschiedene Strategien, die versuchen, diese Vermögensklassen intelligent und sinnvoll zu kombinieren, abgeschnitten. Und auch das haben wir Ihnen hier mitgebracht. Das sind Mischfonds-Kategorien, wie sie von Fonddatenbank-Anbietern entsprechend berechnet werden. Hier sehen wir eben defensive Segmente, hier sehen wir ausgewogen, hier sehen wir das offensive Segment und hier sehen wir Fonds, die eine flexible Gestaltung ihrer Investitionsgrenzen ausnutzen. Auch hier sehen Sie die Balken typischerweise eben im roten Bereich. Also im Kalenderjahr 2018 sehr, sehr schwierig, einen entsprechenden Mehrwert hier zu generieren, einfach vor dem Hintergrund, dass sich letztendlich alle relevanten Vermögensklassen im negativen Bereich bewegt haben und noch dazu auch der Nachrichtenfluss und die teilweise die Stärke der Umschläge, der sich relativ massiv auch verhalten hat. Also sprich, wer hier zu viel Risikomanagement betrieben hat, der wurde häufig aus dem Markt herausgeschüttelt, hat seine Position reduziert und bis er die Position wieder aufgebaut hat, war der Markt schon wieder gestiegen und zwischendrin wurde eben Wertentwicklung entsprechend nicht mitgenommen. Also, das muss man sagen, für sich betrachtet das Jahr 2018 sehr, sehr unerfreulich für Anleger, weil letztendlich ein Großteil der Vermögensklassen sich hier im negativen Bereich bewegt hat. Wenn wir das kurz zusammenfassen, dann haben wir eben genau diesen Aspekt, viele Vermögensklassen im negativen Bereich. Aber wir sollten uns auch klammern, dass die Streuung innerhalb der Renditen sehr, sehr groß ist, weil wenn Sie jetzt beispielsweise sagen, Sie sind in Aktien investiert, dann hat es eben einen Unterschied gemacht, wenn wir uns das hier nochmal vergegenwärtigen, ob Sie zum Beispiel im MSCI World investiert waren, der -10% gemacht hat, plus gegebenenfalls noch einen positiven Wertentwicklungsbeitrag aufgrund der schwächeren Euro-Entwicklung oder ob Sie eben im DAX investiert waren, wo Sie keine Wertentwicklung positiverweise aus der Währung mitgenommen haben und noch ein größeres Minus hatten. Und wenn wir jetzt mal sagen, dass Euro-Dollar sich um 5-6% verändert hat, dann haben Sie eben beim DAX -18 und im MSCI World haben Sie dann eben -3 bis 4%. Und da sehen Sie schon auch innerhalb der einzelnen Vermögensklassen haben wir eine relativ große Spreizung der Anlagerenditen. Das heißt, in Abhängigkeit dessen, in welcher Region Sie sich bewegt haben, in welchem Sektor, respektive auch, wie Sie mit dem Thema Währung umgegangen sind, ob Sie die abgesichert haben oder ob Sie die als zusätzliche Rendite- und Risikoquelle genutzt haben, sehen wir eine sehr, sehr starke Wertentwicklung. Daher müssen die Ergebnisse auch immer individuell betrachtet werden, aber pauschal gesprochen ist die Message, glaube ich, rübergekommen. Wir sehen vor allem auch, dass Risikostreuung nicht besonders gut funktioniert hat. Viele Kapitalmarktteilnehmer wurden über lange Zeit damit verwöhnt, dass Aktien und Anleihen sich so entwickelt haben, dass die Anleihen in Krisenzeiten einen soliden Schutz geboten haben. Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass eine sehr prominente Mischung von Vermögensklassen, die zu 75% aus globalen Anleihen besteht, typischerweise eben Staatsanleihen in diesem Beispiel und zu 25% aus dem globalen Aktienmarkt, dass sie nur sehr, sehr wenige Kalenderjahre in den letzten Dekaden zu verzeichnen hat, in denen sie negativ abgeschnitten hat und eben eines dieser Kalenderjahre, das war das Jahr 2018. Also wir sehen nicht nur auf Ebene der Vermögensklassen, sondern auch auf Ebene der verschiedenen Ansätze, um Portfolios zu konstruieren, relativ große Herausforderungen aufgrund dessen, dass wir A, eine gleichgerichtete Entwicklung der Märkte hatten und natürlich auch diese starken Trendwechsel, die es auch vielen Risikomanagern sehr, sehr schwer gemacht hat. Aber das sehen wir später noch. Also grundsätzlich ein sehr herausforderndes Jahr. Was wir nun sehen in den Marketinganzeigen, in der Prosa von Fondsgesellschaften, von Vermögensverwaltern und Ähnlichem, aber natürlich auch in der Presse. Sie kennen dieses typische Thema. Zu Beginn des neuen Kalenderjahres schaut man zurück, wer war im letzten Jahr besonders gut oder besonders schlecht. Meistens rein auf Basis einer quantitativen Analyse. Also da werden in vielen Fällen Äpfel mit Birnen verglichen, beziehungsweise werden da nicht mal Äpfel mit Birnen verglichen, sondern da wird quasi, da werden quasi Äpfel mit Hamburgern verglichen. Also Sachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, werden dann in eine Liste gesteckt, dann wird ein Ranking erstellt und das impliziert natürlich so ein bisschen, der ganz oben war, der hat es ganz toll gemacht und die, die ganz unten waren, die waren total schlecht. Aber da spielen häufig Währungseffekte eine Rolle, da spielen unterschiedliche Ausrichtungen eine Rolle. Also bei diesen Rankings, die typischerweise immer in Q1 des
Folgejahres kommen für das zurückliegende Kalenderjahr. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Was wir dementsprechend jetzt sehen, dass sich jetzt Produkte nach vorne stellen, die vielleicht im letzten Jahr weniger Geld verloren haben. Klar, nach Verlustphasen suchen Anleger immer Anlagen, die weniger Verlust produziert haben. Und da die Frage stellen, ob die Probleme isoliert auf der Produktebene zu lösen sind, das wäre der Idealfall jedes Anlegers. Ich kaufe mir ein, zwei, drei Wertpapiere. Innerhalb des Wertpapiers wird alles für mich gemanagt und dann wäre das eine feine Sache. Und wir schauen uns das natürlich auch mal an und hier spielen alternative Strategien eine große Rolle und ich habe Ihnen auch das mal entsprechend mitgebracht. Und was Sie hier sehen in diesem grünen Chart, das ist ein Indexfonds für globale Aktien. In Orange, das ist ein Indexfonds für europäische Renten. Und diese beiden blau leicht ja unterschiedlichen Charts, die zeigen Ihnen Indizes für alternative Anlagekonzepte. Das sind im Wesentlichen traditionelle Konzepte, die man aus dem Hedgefondsbereich kennt, die man aufgrund veränderter Regulierung zum gewissen Teil in mittlerweile die klassische Investmentfondswelt transportieren konnte. Und was Sie hier sehen, was wir auch momentan auf dem Marketing hier bekommen und was Sie mit Sicherheit auch in diesen Rankings finden werden, ist, dass man sagt, liebe Anleger, schaut mal hier, guckt mal hier der Aktienmarkt, wie weit er im Laufe dieses historisch schwachen Dezembers nach unten gegangen ist. Deswegen hier nur dargestellt die Quartalsentwicklung vom 1.10.2018 bis zum 31.12. Und da sehen Sie schon, oh mein Gott, da ging es am Aktienmarkt rund 15% im Maximalfall nach unten. Und dann sieht es natürlich toll aus, wenn ich einen Fonds habe oder eine Gruppe von Anlagestrategien, die jetzt hier in der Spitze vielleicht eben nur 5% verdient haben. Also das ist etwas, was man sehen wird, was momentan im Marketing auch natürlich kommt, was von Anlegern nachgefragt wird. Wenn wir hier aber die längerfristige Perspektive einnehmen, weil ich denke, wir sind uns alle einig, wenn wir Gelder am Kapitalmarkt allokieren, dann tun wir das, um uns langfristig am globalen Wirtschaftswachstum zu beteiligen, also an der Beteiligung an produktiv tätigen Unternehmen oder daran, dass wir eben unser Geld nicht in einem einzelnen Währungsraum anlegen möchten oder dass wir uns gegen steigende Inflationsraten, die vielleicht durch Rohstoffpreise ausgelöst werden können, dass wir uns darüber schützen können, also eben kleinteilig über Kapitalmarkt Investitionen letztendlich ein Chance-Risikoprofil auf der Vermögensebene darstellen, was ergänzt mit anderen Anlagen wie beispielsweise der Immobilie, Versicherungs-, Rentenansprüchen und ähnliches eine sinnvolle Mischung gibt. Also ich denke, ein Jahr respektive auch ein Quartal, insbesondere ein Quartal, was eine derart schlechte Entwicklung aufgezeigt hat, ist kein guter Vergleichsmaßstab. Dennoch, es kommt. Daher möchte ich in die Perspektive mitnehmen und sehen das Gleiche jetzt hier seit der Entwicklung im Januar 2011. Warum seit Januar 2011? Weil eben für diese alternativen Indexkonstruktionen, die diese verschiedenen Fondsansätze beinhalten, die alternative Strategien verfolgen, weil eben die Zeitreihen nicht länger vorhanden sind, die ich Ihnen zeigen wollte. Und dementsprechend, da sehen Sie schon hier, hier oben haben Sie den globalen Aktienmarkt, hier unten haben Sie die europäischen Renten und dann hier unten haben wir eben das, was in Q4 so herausragend dargestellt wurde. Jetzt werden Sie sagen, es ist doch ganz normal. Die Anleger werden sich doch längere Zeiträume anschauen und werden das reflektieren. Da kann ich Ihnen aus aktiven Gesprächen mit Anlegern sagen, dass das nicht so ist. Man sucht jetzt vorzüglich nach Risikomanagement, nachdem die Kurse sich reduziert haben. Und da wird in vielen Fällen im Endeffekt auf irgendeinen Artikel abgestellt, den man in den Medien gelesen hat oder im Internet. Da gibt es den Tipp der Woche, den Tipp des Tages oder den Tipp des Monats. Und die sind dann meistens relativ oberflächlich, eben quantitativ irgendwas in eine Reihenfolge gebracht, aber qualitativ nicht unbedingt so, dass man es sinnvoll einordnen kann. Also auf der Produktebene, meine Damen und Herren, da wird es die Lösung nicht geben. Das möchte ich Ihnen an dieser Stelle mitgeben. Und von daher schauen wir uns, bevor wir uns die aktuellen Konjunktur- und Zinsthemen genau anschauen, nochmal auf etwas, was sehr klar zu prognostizieren ist, nämlich das Verhalten der Anleger. Das können wir alle deutlich leichter einschätzen als die Entwicklung der Kapitalmärkte. Typischerweise Anleger, der Mensch ist einfach noch ja, von seiner Evolution her, wir sind entweder auf Angriff oder auf Flucht gepolt. In anderen Fällen, wenn sie nicht reagieren, dann erstarren sie eben vor dem Säbelzahntiger, wenn sie halt vom Säbelzahntiger erstarrt sind. Dann haben sie ihn weder im Angriff besiegt, noch sind sie weggerannt und konnten entkommen. Dann sind sie eben gefressen worden und sind dann eben aussortiert worden über den Lauf der Jahre. Und das ist etwas, was heute immer noch in vielen Entscheidungsaspekten mit eine große Rolle spielt. Und wenn Sie das in den Kontext setzen mit täglich verfügbaren Informationen über die Börse, über die Thematik, dass heute auch etablierte Medien
große und reißerische Schlagzeilen brauchen, um entsprechend hier geklickt zu werden, weil nur wenn sie geklickt werden, dann haben sie eine entsprechende Reichweite. Nur wenn sie eine entsprechende Reichweite haben, kommen sie auf entsprechende Marketing- und Einnahmen im Bereich Werbung. Und dementsprechend wird natürlich aus jeder Schlagzeile hier natürlich eine ganz, ganz große Story gemacht, auch wenn das nicht immer sinnvoll ist. Und wenn Sie das nun, diese 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Verfügbarkeit von Nachrichten in Verbindung setzen zu der Art und Weise, wie wir Informationen aufnehmen und wie auch der Mensch gepolt ist, was Informationen betrifft, dann können Sie sich vielleicht gut erklären, warum das Thema Stress in solchen Phasen natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielt, die natürlich auch zu finanziellen Fehlentscheidungen am Ende des Tages führt. Daher, Oldie but Goldie, ich glaube, das ist das elementare Thema, was wir momentan sehen, nicht nur bei privaten Anlegern, sondern auch professionellen Marktteilnehmern. Wir sehen den klassischen Aspekt, dass die Anlagerendite, also die Rendite beispielsweise eines Investmentfonds oder eines Kapitalmarktindizes oder anderer börsennotierter Wertpapiere, die ist eben höher, diese Anlagerendite, als die Anlegerrendite, also sprich die Kapitalanlage ist ertragreicher als das, was der Anleger damit verdient. Der Grund häufig, und deswegen habe ich es auch nochmal ganz konkret hier mit reingebracht, häufig, dass man nicht mehr genau klar weiß, warum habe ich überhaupt Geld am Kapitalmarkt angelegt. Ich habe auch eine gewisse Intransparenz, vielleicht nicht alles zu 100% verstanden. Interessenkonflikte können natürlich ein Thema sein, aber ein riesengroßer Aspekt aus meiner Perspektive, das ist eben der Aspekt Emotionen und im Kalenderjahr 2018. Da kam eben hinzu, dass wir den Dezember hatten mit relativ niedriger Liquidität. Wir haben sehr viel natürlich heutzutage quantitativ gesteuerte Börsenhandelssysteme, die auch entsprechende Einflussfaktoren haben. Und der Anleger, der sieht dann seinen Depotauszug zum 31.12. und sagt, oh mein Gott, war das Jahr im Kapitalmarkt schlecht. Und wenn Sie dann reagieren auf Basis dieser Daten, weil Sie vielleicht auch über die Feiertage dann ein bisschen Zeit haben, dann kommt man dazu zu sagen, oh, ich reduziere mein Risiko ein bisschen, dann läuft man der Marktentwicklung hinterher. Und Sie haben es auch gesehen am DAX oder auch bei anderen Aktienindizes, dann ist der Markt eben mal relativ schnell wieder 4, 5, 6, 7% nach oben gestiegen. Und wer dann natürlich Ende Dezember ausgestiegen ist auf Basis der Kurse zum 31.12., hat natürlich hier wieder entsprechend einen negativen Einfluss. Und so erklärt sich letztendlich auch diese hohe Differenz zwischen der Anlegerrendite und der Anlagerendite. Anderer Aspekt natürlich Kosten und Steuern und ähnliches. Aber es gibt viele Studien, die belegen, dass letztendlich der Einfluss der Emotionen und dementsprechend indirekt auch der Einfluss der Medien eine sehr, sehr große Rolle spielt. Daher, wie kann man es besser machen? Professionelle Herleitung der Anlagestrategie. Ich habe Ihnen hier mal ein Inhaltsverzeichnis rauskopiert. Von der Art und Weise, wie wir das machen, ist natürlich anonym, aber es sind die typischen Themen. Das heißt, was sollte man tun? Man sollte die finanzielle Risikobereitschaft ermitteln. Das kann man auf wissenschaftlicher Basis tun, mittels eines sinnvoll und ausgewogenen Fragebogens. Dann gibt es noch ein paar Gedanken zur Risikotragfähigkeit zu treffen. Und dann kann man sich auch mal die langfristigen Ertragserwartungen am Kapitalmarkt anschauen. Und da meine ich nicht die Ertragserwartungen auf 6 oder 12 Monate. Da können Sie genauso gut auch würfeln. Da zeigen quasi alle statistischen Erhebungen, dass die Kursentwicklung der letzten, sag mal, 3, 5, 10 Handelstage nicht für die Kursentwicklung der nächsten 3, 5 oder 10 Handelstage bewirken. Also sprich, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht in der Presse Sinn, weil sie Schlagzeilen brauchen, aber bei Ihnen auf der Anlegerebene ist das vollkommener Nonsens. Man muss sich die verschiedenen Vermögensklassen anschauen, muss schauen, okay, wie sehen da die Ertragserwartungen aus? Da gibt es durchaus anerkannte Verfahren, die auch zurückgerechnet natürlich sehr plausibel sind. Für Anleihen ist das die aktuelle Zinsstrukturkurve für die verschiedenen Bonitäten. Für Aktien eine Kombination des langfristig geglätteten Kursgewinnverhältnisses, des sogenannten Schiller-KGVs oder auch zyklisch geglättetes KGVs in Kombination mit dem Kursbuchwert. Also wenn man hier geglättete Ertragswert plus aktuelle Kursbuchwertverfahren kombiniert, hat man auf Sicht der nächsten 10 bis 12 Jahre einen relativ guten statistischen Erklärwert, was die langfristigen Renditen betrifft und dann noch davon abgewandelt die alternative Anlageklassen wie Private Equity, Hedgefonds und ähnliches. Das ist die Thematik. Dann kann man die Risiken messen, man kann sie schätzen und kann hier eben ein vernünftiges Erwartungsmanagement betreiben. So sollte letztendlich der Prozess sein, weil das muss man ganz klar sagen, die Kernmessage aus einer Bewegung in 2018, die man offensichtlich mit einer Übertreibung beim Thema Liquidität
feststellen konnte, auch mit einem extrem hohen Handelsvolumen ausgelöst durch Indexfonds und ähnliche. Die können natürlich nur dazu führen, dass ein solcher Rückgang genutzt wird, wieder auf die strategische Vermögensstruktur zurückzukommen, also Anfang des Jahres die Aktienquote wieder auf das Niveau zu setzen, was man eben in Ruhe im Rahmen der Herleitung der strategischen Anlagestrategie eben mal definiert hat. Also, das sind die Aspekte, die ich voranschicken werde, die auch meines Erachtens den größten Mehrwert haben auf der Ebene eines klassischen Anlegers, weil andere Themen, die werden sich immer mal wieder ändern. Heute diskutieren wir über China, morgen diskutieren wir über die USA, dann als Dauerthema den Brexit. Wenn Sie sich mal in 5 oder 10 Jahren sehen, dann werden wir über andere Themen sprechen. Und von daher gilt es auch hier, einen sinnvollen Ressourceneinsatz zu betreiben. Das eine ist die Pflicht. Und wenn Sie so möchten, dann würde ich das hier als die Pflicht definieren. Und die Kür ist es eben, sich mit den entsprechenden Kapitalmarktdaten und volkswirtschaftlichen Umfeld zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz, das werden wir natürlich auch noch entsprechend behandeln. Und ich habe es bewusst auf die Kernthemen hier konzentriert, weil vieles andere können Sie ohnehin in der Zeitung lesen. Also globale Konjunktur beginnen wir in Deutschland. Auch das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt. Die deutsche Wirtschaft ist natürlich sowas wie ein Optionsschein auf die globale Wirtschaft. Wir exportieren sehr viel ins Ausland. Wir sind eine exportorientierte Nation. Wir sind natürlich in den zyklischen Konsumgütern und auch Investitionsgütern sehr, sehr stark aufgestellt. Das trägt natürlich auch stark zum jetzigen Wohlstand bei. Wir haben sehr stark vom Erstarken der Schwellenländer wie China und Ähnlichem profitiert. Und dementsprechend sehen wir natürlich auch, dass Handelskonflikte und eine Verunsicherung über Zölle und Ähnliches oder auch abschwächendes Wachstum in China große Auswirkungen haben. Also, was Sie hier sehen, ist im oben der Zeitverlauf, und da sehen wir den Ifo-Geschäftsklimaindex, der auf Umfragen basiert, und da sehen Sie schon, dieser Index ist von seinem Allzeithoch, sowohl was die aktuelle Lage als auch die Erwartung an die 6 Monate betrifft, hat er sich im Endeffekt ein bisschen nach unten abgeknickt. Also wir sehen hier, die Tendenz ist momentan nach unten gerichtet. Und damit Sie es nochmal besser sehen können, habe ich das nochmal hier in der kürzeren Zeitperiode dargestellt, dass Sie vor allem auch nochmal sehen, inwieweit sich natürlich auch die Schlagzeilen, die in den Medien zu lesen sind, die machen sich natürlich in den Personen bemerkbar, die man bei solchen Umfragen befragt. Deswegen sehen Sie diese massiven, nach unten gerichteten roten Balken, die zeigen eben, wie die Erwartungen an die nächsten 6 Monate zurückgekommen sind. Also die Verunsicherung dessen, was Sie an Schlagzeilen haben, das trifft natürlich auch die Entscheider und es trifft natürlich auch die Personen, die in Unternehmen für Reinvestitionen, Ersatzinvestitionen oder Neuinvestitionen zuständig sind. Und dann zieht sich das Ganze natürlich durch die Produktionsrespektive auch Lieferkette hindurch. Thema, das jetzt gestern und heute sehr stark in den Medien thematisiert wurde, das waren die Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds. Die haben ihre Wachstumserwartungen für die Weltwirtschaft zurückgenommen. Teilweise sehen Sie dann Grafiken, bei der das Wachstum eben dann hier gerade für Deutschland auch massiv zurückgeht. Da sieht man nur einen großen Chart, 0,6 nach unten, und es sieht dann sehr, sehr dramatisch aus. Aber wenn wir uns das insgesamt hier oben mal anschauen, dann haben wir das in Blau für die USA, dieses Bordeaux-Rot ist die Eurozone und dann in diesem etwas helleren Rot, das ist Deutschland. Und da sehen Sie hier die Prognosen für 2013, die sind eben niedriger, reales Wachstum 1,3%, für die USA immer noch 2,5%. Also was man sagen muss, man geht grundsätzlich von einem Wachstum aus. Und diese Prognosen auch des Internationalen Währungsfonds, die reflektieren natürlich die Schlagzeilen und die Probleme, die wir ohnehin auch alle in den Medien lesen. Aber ich glaube, was das Wesentliche ist, das globale Wirtschaftswachstum, das wird immer noch mit rund 3,5% für 2019 eingeschätzt. Und daher muss man sagen, in einer Welt, in der sich auch die Schwellenländer wie China und ähnliche bereits ja sehr, sehr gut entwickelt haben, da müssen die Wachstumsraten natürlich auch etwas zurückkommen. Und ich finde, 3,5% auf globaler Basis ist jetzt kein Wert, der jetzt große Rezessionsgedanken auslösen muss, wenn, und das ist natürlich immer der Pferdefuß bei solchen Sachen, wenn man diese Prognosen 100% so glauben kann, mit Sicherheit nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, aber Sie wissen, wie es jetzt grundsätzlich mit Prognosen fällt. Also, hier muss man sagen, momentan, wenn diese 3,5% halbwegs richtig sind, dann könnte man mit Sicherheit einen Teil der Marktbewegung, den wir Ende 2018 gesehen haben, als etwas überzogen einordnen. Ein anderes Thema, was stark diskutiert wird, ist China und was vor allem auch diskutiert wird, schauen Sie mal noch nicht auf die Überschrift, das ist das hier unten, was wir hier sehen, das ist die Quartalsveränderung des chinesischen Wachstums. Wir sehen, okay, das Wachstum ist noch positiv, 6,4%.
Klar ist China nicht zu vergleichen mit einem Land wie der USA oder auch wie Deutschland. Wir sind ja einfach natürlich schon auf einem anderen Level. Nichtsdestotrotz, dass hier die Größenordnung, die man mit gewisser Vorsicht natürlich auch nehmen muss. Sie wissen, wie Statistiken in China behandelt werden. Aber was ich Ihnen hier noch mitgeben wollte als wesentlichen Aspekt ist, dass diese Wachstumszahlen, die Veränderung der Wirtschaftsleistung auch immer auf eine gewisse Basis zu beziehen sind. Und die Zeitreihe beginnt hier im Jahr 1992. Da ist China noch, ja, Sie sehen schon hier, irgendwo zwischen 12 und 14% gewachsen. Das sind natürlich erstmal große Zahlen. Aber damals betrug die Wirtschaftsleistung von China auch nur 427 Milliarden Dollar. Das heißt, 10% Wachstum auf 427 Milliarden, das sind eben 42,7 Milliarden Wachstum. Ja? 10% auf 42,7. Per Ende 2017 betrug die Wirtschaftsleistung von China 12,3 Billionen US-Dollar. Und wenn Sie jetzt natürlich 4, 5, 6% Wachstum auf 12,3 Billionen beziehen, dann ist das natürlich in absoluten Einheiten gerechnet ein ganz, ganz anderer Betrag als die 14% mit den Werten von 1992. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn Sie solche Prozentsätze hören, hinterfragen Sie immer, inwieweit die Basis, auf diese Prozentsätze sich beziehen, auch noch vergleichbar sind, weil der reine prozentuale Vergleich, der sagt Ihnen überhaupt nichts. Hinterfragen Sie bitte immer, wie die absolute Basis sich darstellt, respektive wie sie sich im Zeitverlauf verändert hat, weil die reine prozentuale Betrachtung, die ich Ihnen hier im Chart gezeigt habe, die zeigt Ihnen nämlich überhaupt nichts. Die können Sie nur im Kontext sinnvollerweise einordnen, wenn Sie auch die Überschrift hier eben betrachten. Also auch das ein Thema. Grundsätzlich zu China muss man sagen, wir sehen in China die höchsten Kredite an den nicht finanziellen Sektor, also an den privaten Sektor, den wir seit vielen Jahrzehnten und in unterschiedlichsten Ländern und Regionen gesehen haben. Also auch selbst Japan war vor dem Platzen der Blase nicht so stark, die USA auch nicht, auch UK nicht. Also es ist schon ein einmaliges Experiment. Man hat eine sehr, sehr starke Stimuli im Endeffekt nach der Finanzkrise, um letztendlich hier das gesellschaftspolitische Bild stabil zu halten. Und Sie kennen alle auch die Bilder von Chinesen aus dem Fernsehen, die gegen fallende Häuserpreise demonstrieren. Also China hat da noch einen Weg zu gehen. Wir werden sehen, ob die das besser managen als wir hier in den Industrienationen. Aber was man ganz klar sagen muss, ja, es ist jetzt nicht so, dass China jetzt kurzfristig die Welt in den Abgrund reißt. Also auch da, wie gesagt, könnten vielleicht manche Erwartungen etwas überzogen sein ins Negative. Was wir definitiv sagen können, und das zeigen Ihnen auch viele andere Konjunkturindikatoren, damit könnten wir uns jetzt gegenseitig totschmeißen. Ja, die globale Konjunktur schwächt sich ab, ob Sie auf die Einkaufsmanager-Indizes schauen, ob Sie auf eine Vielzahl an Indikatoren betrachten. Also das lässt man sich, kann man an der Status-Quo-Betrachtung wohl durchaus sagen. Wir sehen vor allem, dass die politische Unsicherheit, die man auch messen kann, auch die wirtschaftspolitische Unsicherheit, die ist auf einem extrem hohen Niveau. Die hat natürlich Auswirkungen auf die Umfragen, die hat Auswirkungen auf das reale Investitionsverhalten, aber grundsätzlich auch das ist auch ein wesentlicher Aspekt, wenn wir mal wieder den Blick über den Tellerrand hinauswagen. Es heißt eben auch Konjunkturzyklus und ein Zyklus bedingt eben auch, dass es nach oben geht und dass es nach unten geht und wir haben jetzt in der Vergangenheit immer mal wieder durch die Geldpolitik verhindert, dass es zu tiefen und schweren Rezessionen kommt. Sie wissen, dieses Thema Greenspan Put ist ja so ein geflügeltes Wort. Alan Greenspan, auf den geht es zurück, den ehemaligen Präsidenten der US-Notenbank. Sie wissen auch die Eingriffe nach der globalen Finanzkrise, sei es von der US-Notenbank, sei es natürlich auch von der Europäischen Zentralbank. Und ich denke, vielleicht die einfache Erkenntnis, mit der man sich mal abfinden muss, ist, dass sich natürlich die globale Konjunktur unabhängig von allen Erklärungsansätzen auch mal wieder in Zyklen bewegen wird. Und ein Zyklus kann eben auch nach unten gerichtet sein. Das kann eben auch bedeuten, dass wir mal über eine Rezession reden. Diese Rezession wird massive Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne haben. Die werden dann dramatisch fallen. Und wenn die Unternehmensgewinne fallen, dann werden auch die Aktienpreise entsprechend nachgeben. Ob das alles so dramatisch wird wie in der globalen Finanzkrise, wo wir Rückgänge von 50% hatten, oder ob das auch so wird wie vielleicht im Rahmen der geplatzten Tech-Bubble, der Technologieblase Anfang der 2000er Jahre, das wird man abwarten müssen. Und von daher glaube ich auch die Quintessenz ist hier nochmal den Brücken zur Portfoliokonstruktion zu schlagen und wirklich alle Möglichkeiten zu nutzen, die globale Kapitalmarktpositionierung möglichst diversifiziert aufzubauen, möglichst über unterschiedlichste Regionen, verschiedene Rendite- und Risikotreiber hier sich zu positionieren und auch wirklich alle Vermögensklassen zu nutzen, die sinnvoll einen Diversifikationsbeitrag generieren. Und da müssen wir feststellen,
Wir sehen ja doch relativ viele Portfolios auch von privaten Anlegern. Da werden meines Erachtens vielleicht 20 bis 25% des Diversifikationspotenzials benutzt und der Rest wird im Endeffekt verschenkt. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, vielleicht mangelnde Kompetenz, vielleicht auch weniger Interesse, vielleicht auch in einer, dass man es gar nicht genau wahrnimmt. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, weil den Lauf der Konjunktur zu prognostizieren, das wird sehr, sehr schwierig werden. Ich halte es für nahezu unmöglich. Gleiches gilt für die sogenannten schwarzen Schwäne. Die würden nicht so heißen, wenn man sie vorhersagen könnte. Tendenziell sind wir uns, glaube ich, einig, die nächste Krise, die wir haben, wird nicht wie die letzte Krise sein. Das heißt auch, etwas, was in der vergangenen Krise funktioniert hat, als Absicherung, also auf steigende Volatilität zu setzen, hat damals super funktioniert. Da sehen wir, das funktioniert heute weit weniger gut. Und auch Vermögensklassen, die früher mal einen ordentlichen Beitrag zur Risikodiversifikation beigetragen haben, die funktionieren heute nicht mehr so gut, weil sie eben mittlerweile über die Börsen, über Indexfonds und Anlagestrategien halt für die Masse verfügbar sind. Und auch dann unterliegen sie eben diesen größeren Preisschwankungen. Thema zum Beispiel die Rohstoffe, die waren früher ein toller Diversifikator. Anfang der 2000er Jahre, können sie heute vergessen, bringt zwar noch eine gewisse Diversifikation im wachstumsorientierten Teil des Portfolios. Also es macht Sinn, sie durchaus in Teilen zu integrieren, aber der Beitrag ist deutlich schwächer als in der Vergangenheit. Kommen wir zum Thema Zinsen. Zinsen sind der wichtigste Preis einer Volkswirtschaft und haben natürlich auch wesentlichen Einfluss auf nahezu alle Preise von Vermögensgütern, seien es Immobilien, seien es Private Equity, aber natürlich auch die börsennotierten Aktien und Anleihen und auch die finden wir dann ja in alternativen Anlagestrategien und Vermögensverwaltungen wieder. Deswegen auch das mal aufs Wesentliche komprimiert. Wir haben gerade heute die Daten bekommen vom US-Immobilienmarkt, die Verkäufe bestehender Immobilien. Ich habe Ihnen das reingezogen. Sie können links können Sie die Anzahl der verkauften Einheiten sehen in Millionen. Da sehen Sie 4,99 Millionen, aber Sie sehen hier schon die Tendenz entsprechend offenkundig. Rechts an der rechten Skala dargestellt, die blauen Balken, das ist entsprechend die Veränderung gegenüber dem Vormonat. Da sehen Sie minus 6,4% mit den Daten, die heute reportet wurden. Und das sind natürlich die klassischen Aspekte, die man meines Erachtens sehen kann. Wir hatten natürlich einen ordentlichen Zinsanstieg in den USA. Der hat Hypothekenkredite natürlich stark verteuert. Wenn Hypothekenkredite teurer werden, dann werden Kaufentscheidungen vorgezogen. Und wenn Kaufentscheidungen vorgezogen werden, dann haben sie eben in einer gewissen Phase dann eben mal so einen Peak hier, so einen Höhepunkt und da dann diese vorgezogenen Käufe in der Zukunft fehlen, dann sehen Sie eben eine Entwicklung, wie wir es jetzt eben darstellt. Also, das ist natürlich ein Aspekt, auf den die US-Notenbank sehr genau schaut. Sie wissen, in den USA die Eigentumsquote deutlich höher als beispielsweise bei uns hier in Deutschland. Immobilien werden auch gerne auch benutzt, natürlich so ein bisschen wie ein Geldautomat, also sprich, um die Immobilien zu beleihen, dementsprechend wieder neue Kredite zu nutzen, die wiederum in den Konsum zu pumpen oder Kredite umzuschulden. Und dementsprechend gibt es natürlich eine gewisse Preissensitivität, die auch direkt auf den Konsumenten ausschlägt. Also die Notenbank, die wird hier auf den Immobiliensektor sehr genau schauen. Und ich denke, dass die Daten, die wir hier heute gesehen haben, in der Tendenz, wie jetzt hier dargestellt, die werden dazu führen, dass man wieder das Thema Zinsen auf die Agenda nehmen, also sagen, oh, wir müssen ein bisschen auf die Datenlage schauen und uns überlegen, ob wir das an Zinserhöhungen, was wir 2018 mal auf dem Plan hatten, wirklich auch in 2019 umsetzen können. Die marktbasierten Daten, die zeigen auch bereits, dass man hier einiges von der Erwartung wieder zurückgenommen hat. Muss ja die Notenbank noch drauf? Klar, natürlich auf das Thema Inflation und hier wird es ein bisschen spannend. Sie wissen, man kann unterscheiden zwischen der klassischen Inflation, die auch die schwankungsreichen Energiepreise und Nahrungsmittelpreise beinhaltet. Die sehen Sie hier in diesem Türkisblau. Da sehen Sie auch, die kommt nach unten. Klar, Rückgang der Ölpreise letztendlich. Die Kerninflationsrate ist stabiler. Die ist eher auf die strukturellen Themen der Volkswirtschaft auch gerichtet. Und da sehen Sie, die hält sich momentan noch besser. Und das könnte durchaus ein Punkt sein, der gesellschaftspolitisch zu begrüßen ist, nämlich dass der US-Arbeitsmarkt heiß läuft, dass wir jetzt doch endlich mal noch weitere Lohnsteigerungen sehen. Aber wenn natürlich diese Lohnsteigerungen, die natürlich bei den Unternehmen zu höheren Ausgaben führen, die führen natürlich auch dazu, dass natürlich für die Unternehmen die Margen hier geringer werden, wenn sie die Preise nicht so steigern können und wenn sie dann natürlich geringere Margen haben, dann werden die Gewinne auch fallen. Und wenn die Gewinne fallen, dann muss man Aktienbewertungen natürlich neu vornehmen. Also von daher dieses Auseinanderfallen von Kerninflationsrate, die lange Zeit Sorgen gemacht hat, weil sie
eine strukturelle Schwäche gezeigt hat und der Inflationsrate, die die Energiepreise beinhaltet. Das könnte nochmal ein spannendes Thema werden, nicht kurzfristig, aber ich denke, auf Sicht der nächsten 3 bis 6 Monate werden Sie dazu das ein oder andere mal entsprechend lesen. Und wie gesagt, wir diskutieren heute darüber, dass in den vergangenen Jahren zwar der Kapitalmarkt profitiert hat, aber der normale Mensch auf der Straße in den USA nicht genügend über Gehaltssteigerungen. Vielleicht sehen wir es in den nächsten Jahren, dass wir Gehaltssteigerungen sehen und der Aktienmarkt sich entsprechend ein bisschen schwächer zeigt. Also spannende Entwicklung, aber im Kern heißt das, wir diskutieren über das Thema US-Zinsen. Da ist ein bisschen Deckel drauf bei dem Thema Zinserhöhung. Und Sie wissen, wenn die Zinsen als Discount-Faktor, als Diskontierungsfaktor die in die Aktienpreise eingehen, dann heißt natürlich stabile respektive sogar fallende Zinsen, dass man höhere Aktienmarktbewertungen gemessen am Kursgewinnverhältnis eben entsprechend hier rechtfertigen kann. Worauf schaut die Europäische Zentralbank? Die schaut natürlich auch auf die Inflation, die schaut natürlich auch auf die auf das Wirtschaftswachstum der Eurozone, was noch positiv ist, aber sich abschwächt. Also was wir wachsen zwar noch, aber wir wachsen mit einer geringeren Wachstumsrate. Jedenfalls haben wir hier schon den Zenit erreicht, haben aber diese Phase leider nicht genutzt, um die Zinsen zu erhöhen, aufgrund der strukturellen Probleme. Und ein Faktor, der oft vergessen wird bei der Betrachtung der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, sind die Inflationserwartungen, die man langfristig am Kapitalmarkt ablesen kann. Das sind die Inflationserwartungen für 5 Jahre in 5 Jahren. Und die habe ich hier in dunkelblau nochmal auch dargestellt. Und da sehen Sie, wie die im Laufe des Jahres 2018 zurückgekommen sind. Hier oben ja auch die Zielgröße der Europäischen Zentralbank von rund 2%. Und ich denke, wenn wir das mal zusammennehmen, ein abschwächendes Wachstum in der Eurozone, die politischen Querelen rund um den Brexit, dazu eine Inflation, die gefallen ist, plus langfristige Inflationserwartungen, die weit unter dem liegen, wo die Notenbank hin möchte, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wo sollen hier Zinserhöhungen herkommen? Meines Erachtens sind Zinserhöhungen auf absehbare Zeit nicht wirklich realistisch. Außer vielleicht mal einen symbolischen Schritt, aber das wäre nicht das erste Mal, dass die Notenbanken so weit hinter der Kurve sind, dass sie im Aufschwung, der sich stark abschwächt, die Zinsen erhöhen, damit die Wirtschaft weiter belasten und dann massiv zurückrudern müssen. Daher, auch aus solchen Charts können Sie ableiten, warum man auch im Kontext der politischen Probleme in der Eurozone auch immer mal die ersten leichten Spekulationen darüber, dass die Notenbank in der Eurozone ein neues Anleiheaufkaufprogramm thematisieren würde. Meines Erachtens ist das etwas hochgegriffen, das sehe ich kurzfristig nicht, aber steigende Leitzinsen sind natürlich auch nicht zu sehen. Und das heißt natürlich, die zinsbasierte Altersvorsorge in der Eurozone, die steht natürlich massiv vor Problemen. Sie haben die Berichte alle gelesen, Pensionskassen, die unter Finanzaufsicht stehen. Sie sehen die Anpassung bei den Versorgungswerken der freiberuflichen Berufsträger. Also das ist ein Thema, was uns noch massiv beschäftigen wird, auch über das Kalenderjahr hinaus, weil die zinsbasierte Altersvorsorge kann natürlich ohne Zinsen nicht mehr funktionieren. Also, wenn wir es zusammenfassen, dann sehen wir eine globale Konjunktur, die sich abschwächt, auch das offenkundig und das auch etwas natürlich, was reflektiert wurde in den Kapitalmarktpreisen, weil wir müssen uns auch klar machen, die Probleme, die man momentan diskutiert, von Brexit, diesem Theater angefangen, über den Handelsstreit, über die Schulden in China und die 17.000 anderen Probleme, die man auf globaler Ebene natürlich hat. Wenn wir diese Probleme nicht hätten, dann wären die Aktienmärkte heute auf einem ganz anderen Stand. Das heißt, die Aktienmärkte preisen natürlich durchaus diese Unsicherheit eben entsprechend hier auch ein. Und jetzt müssen wir uns die Kernfrage stellen, was ist bereits eingepreist? Und ich denke, dass man Ende 2018 insbesondere gesehen hat, dass die Kapitalmarktteilnehmer die sehr stark gestiegene politische und wirtschaftspolitische Unsicherheit eingepreist haben. Dieses Umfeld ist getroffen auf quantitative Handelsmodelle, die rein auf Basis von Preisbewegungen und Korrelationsveränderungen, also statistischen Kennzahlen, Positionen abbauen, beziehungsweise auch Positionen am Kapitalmarkt short gehen, also sprich auf fallende Kurse setzen. Nicht nur aus dem spekulativen Aspekt, sondern einfach vor dem Aspekt, eigene Positionen auch zu schützen. Und wenn Sie das eben zusammennehmen, dann haben Sie eben so eine schnelle und harte Entwicklung, wie wir es im Dezember 2018 gesehen haben. Und die zunehmende Vernetzung natürlich auch und die Vereinheitlichung von Anlagestrategien, von Risikomanagementansätzen, die führt natürlich auch dazu, dass wir hier eine gleichgerichtete Entwicklung haben. Und wenn wir versuchen, diese teilweise technisch bedingten kurzfristigen Entwicklungen in den Kontext zu setzen mit
täglichen Wirtschaftsnachrichten, dann muss man immer scheitern, weil dann werden sie keinen großen Erklärungsgehalt finden. Und das lässt dann natürlich ein bisschen am Kapitalmarkt zweifeln. Aber ich denke, was wir eingangs gesagt haben, ist, der Kapitalmarkt ist letztendlich mein Vehikel, um mich global am Produktivkapital zu beteiligen, meine Risiken zu streuen, Inflationsschutz einzukaufen und, und. Also, Kernfrage, was ist bereits eingepreist? Und das können Sie exemplarisch für viele, viele Vermögensklassen machen, weil wir haben auch gesehen, dass viele Vermögensklassen natürlich gleichzeitig gefallen sind. Und klar, wir hatten eine zurückgehende Notenbank-Liquidität in 2018, wir hatten einige gute Jahre am Kapitalmarkt, gibt vielleicht auch Marktteilnehmer, die Chips vom Tisch nehmen, die sich aus börsennotierten Kapitalanlagen zurückziehen, lieber in illiquide Vermögensklassen gehen, also sprich aus den sogenannten öffentlichen Märkten in die sogenannten Private Markets wie Direktkredite vergeben, sich in Infrastruktur engagieren, natürlich auch Immobilienmärkte. Aber ich denke, die typischen Prämien, die man bei illiquiden Märkten bekommt, eben die Illiquiditätsprämie, die ist durch diese große, massive Nachfrage, die wir sehen, so stark geschrumpft, dass das Thema Illiquiditätsprämie momentan sehr unattraktiv geworden ist. Das heißt, für die liquiden Märkte, was ist bereits eingepreist? Und auch das habe ich Ihnen mal mitgebracht, exemplarisch für den US-Markt. Aber wie gesagt, das gilt für viele andere Märkte auch. Die Logik ist immer die gleiche. Was Sie hier in diesem Türkisblau sehen, das ist die Gewinnrendite. Das ist nichts anderes als das umgekehrte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14. Wenn der Aktienmarkt mit dem 14-fachen der Jahresgewinne bewertet ist, davon die Umkehrzahl, die wäre eben 7, weil die 14 passt 7-mal eben in die 100 rein. Das eben diese eben sogenannte Gewinnrendite auf Basis der Gewinnschätzungen. Die sehen Sie hier. Wir sehen die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen. Und hier unten sehen wir dann entsprechend in grün dargestellt eben diese Differenz. Und das ist im Endeffekt der wesentliche Aspekt, den wir gesehen haben. Wir haben gesehen, dass die Unternehmensgewinne, auch die Gewinnschätzungen relativ ambitioniert waren. Die Kurse sind mitgelaufen, dann hat man die Gewinnschätzungen zurückgenommen, dann sind die Kurse gefallen und jetzt lesen Sie auch teilweise wieder, hey, wir sind ja jetzt eigentlich vom Bewertungsniveau auf dem Niveau irgendwo, wo wir 2015, 2016 mal waren. Und das, glaube ich, auch der Aspekt. Wir haben hier eine kleine Rekalibrierung gesehen, dass das vielleicht ein bisschen zu teuer war. Insbesondere auch im Bereich der Technologiewerte hat das ja ordentlich gerumst. Sie wissen, auf die Indexkonzentration haben wir ja sehr oft hingewiesen. Das wird eben weniger Aktien den Gesamtmarkt in den USA prägen. Und das hat sich jetzt ein bisschen korrigiert. Das kam auch ein, meines Erachtens, gesunder Pessimismus wieder mit rein, wenn man sich die Umfragen anschaut. Und das, wie gesagt, die Kernfrage ist, hat das hier, was Sie hier jetzt schon sehen, hat das ausgereicht, um die Unsicherheiten einzupreisen oder hat das noch nicht ausgereicht? Von dem, was wir sehen, wenn wir rein auf die ökonomischen Fakten schauen, müssen wir sagen, der Markt hat in der Konstellation, wie eben beschrieben, vielleicht etwas übertrieben, weil, wie gesagt, Rezession und ein Wachstum von 3,5% passen ja nicht wirklich zusammen auf globaler Ebene. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass vielleicht sowohl die Chinesen durch Wachstumsprobleme im Land, genauso wie auch die USA, in den USA sind 2020 Wahlen, natürlich die Tendenz haben, sich im Handelskonflikt zu einigen. Und dann haben sie natürlich den Aspekt, dass man sagt, ups, wir haben bei manchen Themen übertrieben. Gleichzeitig stellt man fest, dass die Zinsen ja doch nicht steigen können, mit Blick auf den Häusermarkt und ähnliches. Und schon sagt man, hey, das gesteht ja eigentlich Aktien eine gewisse Risikoprämie zu. Und nach den jüngsten Kurskorrekturen ist die Risikoprämie im Aktienmarkt wieder so angemessen, dass ich sie ganz attraktiv finde. Und so geht dann letztendlich die Story. Das Problem ist, so plausibel auch der ganze Mechanismus ist, Sie können ihn im Nachhinein immer deutlich besser erklären, als Sie ihn im Vorhinein im Rahmen einer Prognose erkennen können. Und deswegen bleibe ich bei diesem wesentlichen Aspekt. Herleitung der strategischen Anlagestrategie, sich vorher klar machen, inwieweit will ich davon abweichen, wenn ja, wie weit? Und dann kann ich Ihnen nur sagen, dass wir zum Beispiel jetzt diese Phase genutzt haben, eben Anfang des Jahres, um einfach Vermögensklassen nachzukaufen, also Cash abzubauen, Vermögensklassen aufzubauen. Und da sehen Sie ja, das Thema Disziplin ist da am Ende der wesentliche Aspekt. Also, wie gesagt, so momentan die wesentliche Situation am Kapitalmarkt. Und wie gesagt, die gleiche Berücksichtigung können Sie anwenden für Hochzinsanleihen, für Bandanleihen, für viele, viele Vermögensklassen. Also vereinfacht könnte man sagen, das, was die globale Notenbank-Liquidität und dieser sehr positive, gleichgerichtete globale Aufschwung,
den wir hatten, nach oben bewegt hat. Es ging jetzt gleichzeitig auch ein bisschen nach unten. Und die Frage, die man sich jetzt schon stellen muss, ist, was ist bereits eingepreist? Was ist nicht eingepreist? Und damit will ich dann auch schließen. Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt ein kleiner Rundumschlag. Von daher jetzt auch eine gute Möglichkeit, natürlich nochmal Fragen zu stellen, natürlich zu den konkreten Themen, die Sie hier gesehen haben, respektive natürlich auch zu den Themen, die Sie darüber hinaus interessieren. Also auch wenn Sie sagen, ich habe nochmal eine Frage zu Gold oder ich habe nochmal eine Frage zu Hedgefondsstrategien oder wie funktioniert Absicherung von Aktienportfolios im momentanen Umfeld, was ist teuer oder billig, welche Probleme haben wir bei der zinsbasierten Altersvorsorge, was heißt es für meinen vorgebundenen Riester-Vertrag? Also jetzt eine gute Gelegenheit, da relativ übergreifend, also auch über die Teilnehmer hinaus, über die Themen, die wir eben besprochen haben, hinaus Fragen zu stellen. Ja, zwei Anmerkungen haben wir noch. Am Anfang ja genau die Charts nicht gesehen, da war mein Monitor noch eingefroren, was daran liegt. Ich arbeite mit zwei Bildschirmen und da ich ein neues Office installiert habe, haben wir mal kurz den Bildschirm nicht gesehen. Das haben wir dann, glaube ich, gut gelöst. Und genau, wenn Sie das Mikrofon von den Tagesausblicken von Cashkurs nutzen würden, würde sich der Ton besser darstellen. Nun, das ist mit dem Ton, das hat jetzt nichts mit dem Mikrofon zu tun, sondern der Aspekt ist hier, wir haben ja eine kombinierte Online-Konferenz und Telefonkonferenz und dementsprechend ist es eben so, dass die Aufzeichnung über die Telefonleitung stattfindet, also die Tonqualität eben leider ein bisschen schlechter, als wenn man natürlich direkt das entsprechende Mikrofon nutzt und es dann auch direkt hier aufzeichnet. Gibt es denn von Ihrer Seite noch Fragen und Anregungen? Also, meine Damen und Herren, überraschenderweise keine Fragen, keine Anregungen. Ja, dann will ich Sie auch nicht länger auf die Folter spannen. Ja, falls Ihnen im Nachgang noch was einfällt, Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben, respektive natürlich auch nach Beendigung des Webinars bekommen Sie ohnehin auch ein Feedback-Formular, was Sie eben ausfüllen können. Da geht es auch darum zu sagen, okay, was sind vielleicht Themen fürs nächste Mal, was sind Aspekte, die Ihnen wichtig wären, was könnte man am Konzept insgesamt verändern. Also da sind wir für Anregungen natürlich immer denkbar. Die Geschmäcker sind ein bisschen verschieden. Wir haben auch einen sehr heterogenen Teilnehmerkreis, wenn ich mir die Teilnehmerliste hier bei uns anschaue. Also vom klassischen Privatanleger bis zum, ja, zumindest mal semi-professionellen Anleger ist ja alles dabei. Und wir versuchen das natürlich so zu gestalten, dass für jeden was dabei ist. Und dann kann es natürlich an der einen oder anderen Stelle sein, dass für den einen Ticken was zu langweilig ist, weil er ohnehin mit der Materie vertraut ist und für jemand anders ist es eben doch ein Ticken zu schnell, weil er vielleicht auch erst angefangen hat, sich mit der Thematik der Kapitalmärkte auseinanderzusetzen. Und da versuchen wir eben, oder ich immer, mich mal zu finden, der beide Parteien ebenso entsprechend adressiert. Ja, meine Damen und Herren, wenn tatsächlich keine weiteren Fragen und Anregungen sind, dann darf ich mich bei Ihnen allen für die Teilnahme bedanken, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.